Heidiho meine Amigos und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Ark auf der PlayStation 4 und zwar The Center. Heute will ich darauf. Jetzt haben wir einen Vogel, jetzt will ich darauf. Ich will wissen, was da oben ist. Ich habe zwar schon was in den Kommentaren gelesen, aber ich will mich davon selbst überzeugen. Ja, also rauf auf den Vogel. Die nächste Folge bauen wir dann beim Baumhaus weiter. Okay, Leute. Ich bin heute ziemlich durch, also habe jetzt gerade noch von meinem Kleinen den Kasten aufgebaut, sprich ein Teil davon, den Außenrahmen. Die Schiebetüren fehlen noch, aber es ist so ein Mega-Gerät, also so richtig ein mega riesen Kasten. Da ist so ein Kleiderschrank, der ist so, keine Ahnung, 3 Meter, 2,20 Meter hoch. Und weil das Ganze ja nicht schon anstrengend genug ist, mache ich das Ganze alleine. Weil es gibt nichts Schöneres, als wie alleine so einen Riesenkasten aufzubauen. Ihr wisst. Ja, genug mit dem Gejammer. Jetzt will ich mal wissen, was da oben Phase ist. Weil das interessiert mich schon, seit ich das erste Mal auf dieser Map war. Und sind wir gespannt. Von unten sieht schon mal gut aus. Von oben. Ja. World End. Ich habe es in den Kommentaren gelesen, ich konnte es nicht wirklich glauben, denn ich dachte mir so, warum? Warum baut man da oben sowas Aufregendes rauf? Und dann, das ist doch Kacke. Mal ehrlich. Was soll das? Warum macht man sowas? Verstehe ich nicht. Verstehe ich absolut nicht. Und ich konnte es einfach nicht glauben, dass es hier nicht drauf geht. Und jetzt habt ihr selbst gesehen, es ist nur Dekoration. Was natürlich absolut Kacke ist, weil hätte mich natürlich schon sehr, sehr, sehr interessiert, was da oben so abgeht. Aber gar nichts geht ab. Ist nur Deko, so wie der Affenkopf da oben, das ist alles nur Deko, man kommt nicht so hoch. Was wirklich schade, schade, schade ist. Ist richtig ärgerlich. Aber, was will man machen? Wo geht's hier hin? Das sind nur zwei so Felswände. Aber vielleicht kommen wir hier oben irgendwo rauf. Die Ausdauer sagt nein. Aber ja. Ich glaube, da oben sollte man schon raufkommen, oder? Und das letzte Stück können wir im schlimmsten Fall auch langsam fliegen. Runterfliegen und wieder rauf. Zahl. Ach, jetzt. Ach. Das Podest da oben ist auch nur Deko? Ark. Regt mich richtig arg auf. Mann! Ich finde, bei Spielen, was man sieht, soll man auch erreichen können. Wenn man da oben ein Podest sieht, soll man auch irgendwie dorthin gelangen können. Wenn man das nicht kann, ist das übel scheiße. Ausdauer ist gleich vorbei. Ja. Gut, wir schauen mal kurz darunter, kurz die Energie aufladen lassen. Da unten sind ja unsere Freunde, die Biber. Und irgendwie habe ich die Nase etwas zu. Egal. Ja, wir schauen mal darunter zu, nicht zu den Bibern, wir schauen mal darunter, Sprachgulasch extrem. Wir schauen mal darunter kurz die Energie aufladen und dann will ich da zurück Richtung dieser Höhle, was ich schon in den ersten Folgen angesprochen habe, was ich aber dann nicht gefunden habe. Jetzt sollte das nicht mehr das Problem sein, weil wir mit dem Vogel einfach rauffliegen können. Natürlich ist Ausdauer da unser größter Feind jetzt. Jetzt nehmen wir einfach Vollgas den Rest. Weil wenn Ausdauer Ende ist, ist Ausdauer Ende, ist ja nicht so das Problem. Wir landen ja eh gleich. Hat die noch Ausdauer?
Ah, jetzt geht er lang. Okay, kurz Ausdauer füllen. Cool ist auch, wenn er so geht. Ja, genau. Auf das habe ich jetzt gewartet. Oh mein Gott, der Vogel ist super was. Was die Tiere einfach nur rumscheißen in diesem Spiel, das ist so arg. Oder arg. Wow. So richtig schön mit Nahaufnahme. Das ist ja so ekelhaft. Und das in den ersten 5 Minuten. Oh mein Gott. Okay. Ich werde das ausschmücken, aber ihr habt es sicher schon gesehen. Ja. Ihr habt ja schon Kopfkino, wie die Folge wird, bevor ich überhaupt anfange zu schneiden. Ich kann mich über sowas absolut amüsieren. Ich weiß, ich bin da ziemlich ein Kindskopf, also denkt euch nichts. Ich mache mir da gerne Spaß. Oh Mann. Ja, wie gesagt, bin übelst durch vom den Kastenaufbau jetzt, weil ich habe noch ein bisschen Zeitdruck auch noch dazu. Deshalb bin ich auch nicht fertig geworden. Aber ich wollte auf jeden Fall heute noch eine Aufnahme bringen, dass ihr morgen, also für euch heute, was zu sehen habt bei mir. Und mich hat auch interessiert, was auf dem Berg oben ist, wobei man ja nicht hinkommt. Aber was soll's. Auf jeden Fall, morgen, wie schon gesagt, geht's weiter mit dem Baumhaus. Ich habe mir da ja was echt Cooles einfallen lassen. Ich hoffe nur, ich kann es auch umsetzen. Und dieser Vogel, also für ihn den Namen... seinen Namen habe ich schon ausgewählt, aber noch nicht vergeben. Ein eifriger Kommentarschreiber, was immer gute Tipps gibt, und das soll dann auch der erste sein. Jetzt schauen wir mal, ob wir darauf kommen, aber da kommt die Suche gleich wieder. Und nichts gibt's, oder? Kann ich mir nicht vorstellen, dass wir darauf kommen. Yes, genau wie erwartet. Da geht's nicht weiter. Aber wir fliegen jetzt mal ein Stück da weiter, weil da vorne sollte irgendwo diese Kackhöhle sein, da wo ich schon so lange hin wollte und aber nicht gefunden habe. Und ist schon recht nice. Also es sind Gegner drin und so weiter und so fort, bla bla bla. Und die sieht schon cool aus. Da wollte ich einmal kurz mit euch durchspazieren. Ich glaube, das war meine Nacht. Die Nacht natürlich auf extrem kurz. Ich werde die Nacht auf lang schalten, wenn wir alles soweit gebaut haben und alles soweit beleuchtet haben. Dass man auch sieht, ob die Beleuchtung etwas bringt oder nicht. Okay, wo geht's? Hier hin, hier geht's nirgends hin. Einmal da kurz gelandet. Dankeschön. Gehen wir gleich hin, wenn er vor uns ist, ne? Was hast du Schönes für mich? Blueprint Metalldach. Okay. Nice. Kann man da irgendwo... Vogel soll mal warten. Ich muss jetzt da schauen. Die Neugierde ist wieder geweckt. Die Neugierde, die nur allzu oft tödlich endet. Aber... Das... bin ich eben. Aber ich hasse es, wenn auf einmal so eine Gruppe kommt und du siehst nicht, wo du genau hinläufst. Ja, ich glaube da... Oh! Vogel! Wir holen uns Vogel, wir fliegen da durch. Der ist kalt. Der ist kalt. Oh du Memme. Nichts kalt. Lauf ein bisschen schneller, dann wird dir warm, ne? Okay, wir holen den Vogel. Wir fliegen durch die Höhle. Da sollte er unten eigentlich irgendwo wieder rauskommen. Und das ist schon... Ja, spring mal, wo du nicht springen sollst. Aber die Geräusche, die er macht, sind schon cool, ne? Oh! Ja, wenn er Hunger hat. Hunger! Durst! So, wir fliegen mal in die Höhle.
Ich glaube, das ist die Höhle, die ich euch zeigen wollte. Hey, das ist. Ah, oh, das ist so schade, dass wir da nicht rüberkommen. Das. Ah! Oh, sowas, da könnte ich mich so aufregen. Sowas, Alter. Wenn mich das Spiel verarscht, ist mir egal. Wenn ich tot werde, ist mir meistens egal. Wenn ich wohin will und nicht hin kann wegen dem Spiel, dann ärgert mich das. So, was haben wir hier? Wir haben hier Kristall, wir haben hier Eisen. Man muss doch irgendwo weitergehen, oder? Ist das wirklich nur so eine kleine Ressourcenhöhle? Okay. Okay. Anscheinend. Anscheinend nur eine Ressourcenhöhle. Oder? Wow. Was greift mich an? Was wird. Ach, Schlange! Okay. Also, es gibt hier Schlangen. Oh, die dramatische Musik. Genau. Für euch, die jetzt schon 11 Minuten zuschauen, wie ich sinnlos rumflattere. Was haltet ihr von Musik-Hinterlegung bei Ark? Also, dass ich irgendeine Musik auswähle und die ganz leise im Hintergrund laufen lasse. Habe ich ja bei Minecraft bei jeder Folge so gemacht und bei Ark ist irgendwie nicht so angesagt. Ich glaube, ich würde schon eine passende Musik finden, die auch zu Ark passt und natürlich immer, ist natürlich viel Arbeit, aber ich würde sie auch situationsbedingt einsetzen. Sprich, wenn wir im Kampf sind, natürlich die originale Musik hier lassen, außer ich vergesse es, und sonst in Höhlen, so Art Höhlenmusik, in so Erkundungstour, so ein bisschen eher auf Erkundung ausgerichtete Musik. Ich würde gerne ein bisschen, ja, was anderes machen, wie andere Ark-Let's Player haben. Und ich finde es immer schön, wenn so ein bisschen eine Musik im Hintergrund läuft. Ist ziemlich schwer für Ark eine passende Musik zu finden. Das ist so, also ich habe da schon einiges nachgeschaut, aber es würde mir persönlich sehr gut gefallen. Aber eure Meinung wäre mir natürlich auch sehr viel wert. Und vielleicht auch ein Tipp, was euch so an Musik bei Ark gefallen würde. Also wer das beantwortet in den Kommentaren, finde ich, würde ich cool finden, würde mich wirklich freuen. Vielleicht Musik wäre cool und das und das. Dann hätte ich einen Anhaltspunkt, worauf ihr so stehen würde. Natürlich so ein Heavy Metal werde ich nicht hinten reinlegen, das ist dann schon krass zu stressig bei diesem Spiel. Aber so eine leise, gemütliche Musik im Hintergrund, so beim Bauen oder so, das könnte ich mir schon gut vorstellen. Aber kommt auf euch drauf an. Wenn ihr sagt, nö, will die Naturgeräusche hören und sonst gar nichts, dann spare ich mir einen Haufen Arbeit, aber ja, ist halt nicht so das Gelbe vom Ei. Finde ich zumindest. Er geht einfach, wenn er müde ist, in den Sinkflug und landet. Gut, dass es hier keine Gegner gibt. Aber ich glaube, da vorne irgendwo sollte dann auch die Höhle sein. Macht er es wieder? Hey, lad mal die Energie auf. Ja. Gut, tschüss, mein Freund. Gut, tschüss. Er hat sein Fluggewicht wieder erreicht. Das ist schön. Das freut mich für ihn. Gut, er frisst auch einiges weg. Ne? Da kann man auch ruhig mal etwas mehr kacken. Ja, wir sind jetzt hier schon relativ weit. Ja, irgendwie, ich meine jetzt aber nicht die, wer The Center spielt, weiß garantiert im Ortsinneren die fette Megahöhle, was so richtig episch aussieht, also paradiesische Zustände, es sieht wirklich krass aus, ich bin mal durch Zufall dahin gekommen
wo ich mir das Center angeschaut habe. Und das war wirklich krass. Die meine ich aber jetzt hier nicht. Also ich meine wirklich, da geht es mal unten irgendwo rein und da kann man höher, 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 höher. Und oben kommt man wieder irgendwo raus. Aber entweder es gibt sie nicht mehr, sie haben sie zugebaut oder ich weiß es nicht. Also hier sieht es nicht wirklich höhlenmäßig aus. Und ich glaube auch noch dazu, dass hier irgendwo die Map vorbei sein wird. Ja, so ist es auch. Also hier braucht man nicht weiterfliegen. Aber ich finde diese Kackhöhle nicht mehr. Da waren Skorpione und so weiter drin. Müsste hier in diesem Bereich sein. Da unten bin ich eigentlich gespawnt und dann bin ich da. Und da war es irgendwo. Aber gut, war 16 Minuten. Ja, es war ein Rundflug für den Hugo. Also ein Rundflug für nichts. Was soll man machen? Also ich werde jetzt wieder zurück zum Haus, zum Unterschlupf fliegen. Vielleicht schauen wir noch nach dem rechten da unten, wo wir als erstes gebaut haben, die Folge mit Cloud und mit Mano und mit vielen weiteren, die eigentlich nicht eingeladen waren, was aber dann trotzdem richtig viel Spaß gemacht haben. Und da unten das Meer, das ist Todesgebiet Nummer 1. Was auch ganz interessant wäre, was da drüben auf dem Felsen wäre, ist, aber ja, muss nicht alles jetzt und heute sein. Wir fliegen ja so schon jetzt ewig herum. Aber die alte Bude würde mich interessieren, ob wir da noch irgendwas an Ressourcen oder Materialien liegen haben. Wobei ich glaube, dass wir da noch nicht wirklich viel hatten. Und die Bude muss man erst wieder finden, ne? Dachte mir gerade, was hängt denn da unten rum? Weil war es ein Grafikbug. Ja, das gibt es ab und zu bei Ark. Ab und zu. Aber gut, ist ja noch nicht so richtig die volle Endversion dieses Spieles. Aber okay. Ah, Leute, Leute, Leute. Ich glaube, den Weg zum Haus können wir uns sparen. An dieser Stelle, ich land mal. Oh, ich muss jetzt landen. Nicht mal, sondern jetzt. Ist ja schon wieder völlig hinüber. Der gute Freund. Okay. Gut. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Sorry, dass wir nicht darauf gekommen sind. Wäre wirklich geil gewesen. Nice. Wäre wirklich geil gewesen, wenn wir darauf gekommen wären. Hätte mich echt tierisch gefreut. Aber wenn Ark sagt nein, dann sagt Ark nein und wir kommen gar nicht so nirgends hin. Auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zusehen. Wünsche euch wie immer einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Euer Zari. Ciao, ciao.